Willkommen zurück und weiter geht's zu unserer zweiten Folge an diesem Freitag bei OQA Mars mit eurem Matti. Was müssen wir machen? Helm anziehen. Wo ist mein Helm? Mein Helm ist angezogen. Wir gehen raus. Ja. So. Wir gehen einmal in die andere Ansicht. Öffnen das Ganze, holen uns zuerst Wasser und dann schauen wir, wie es unseren Pflanzen geht. Ich habe Durst und möchte nach meinen Kartoffeln sehen. Ja, ich hab's erkannt. Dankeschön für den Hinweis, weil manchmal vergesse ich es auch wieder. So, einmal Wasser. Wir haben immer noch das Problem. Und ich brauche einmal Strom. Und den Strom beziehen wir auch gleich, weil wir haben da nur noch einen Strich bei der Batterie, wo wir es links sehen. Wir nehmen hier schnell diese Solarpanel. Stecker raus. Wir lassen ihn fallen. Einmal uns aufladen, dann geht es mir gleich besser. 31% war, ups, ist ja doch schon. So, sind wir hier gleich wieder bei 100. Das passt, Dankeschön. Stecker nehmen und wieder hier hinein. Nun, wie sieht es mit unseren Kartoffeln aus? Tor sollte aufgehen, dann haben wir auch noch Strom in der Bude. Danke. Du hast automatisch aufgemacht. Und ich finde auch schade, dass man hier nicht sieht, wie weit das die Kartoffeln sind. Gut, man kann ja die in verschiedene Status reintun. Wir können hier alle abholen. Oh. So, Setzlinge, ja, der einzige Nachteil ist gleich, weil wir noch keine Kiste haben, zum die wieder da rein platzieren. Oh, hey, dich nehme ich, aber es hat funktioniert. Können die auch, wow, mein Inventar ist zum ersten Mal voll, Inventar. Wo sind unsere Setzlinge? Jetzt kann ich die leider die nicht hier so platzieren, dass ich sage, ich nehme die 5, weil die gebe ich aus, jedes Mal aus dem Inventar raus. Ja, habt ihr gesehen? Doch, 5. Na gut, so geht's ja auch. Komm. Die 5. Habe ich da ein Beet zu wenig? Hier habe ich noch 3 Stück. Ich kann nachher noch eine hinpflanzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das ist jetzt auch ein Beschiss. Und hier noch den einen. Ich habe keine mehr. Einen kann ich noch nehmen. Dann nehme ich den einen. Mache hier die Kiste wieder zu. Hoffe, euch geht es soweit gut hier drin. Dann nehme ich nochmals die 5. Platzieren die hier hin. Schauen, was die hier für Werte brauchen. Bitte kein Sauerstoff. Gut. Es braucht wieder mehr Strom, ne? 1,3. Ja, 17,0 und 3,6 Wasser. Wasser ist ausreichend. Das nächste Problem ist, ich muss ja nachher irgendwo die wieder einpflanzen.
Wir gehen schnell auf den Technikbaum. Oder ich muss in den Kühlschrank rein platzieren, ne? Kühlschrank. Ich bin ja wirklich am Überlegen, was ich denn da machen muss. Nee, eigentlich einen von den oben zwei. Geringer Sauerstoffverbrauch. Der Sauerstoff, der irritiert mich mal erstens. Da kommt Wasser raus und ich habe hier keinen Strom mehr drin. Ah, ich muss den wieder hochschrauben. Wo ist da? Ich brauche momentan. Ah, ich sehe es zu wenig. 17. Dann müssen wir hier schnell wieder manuell öffnen. Jupp. Wir haben gesagt, wir brauchen 17, also wir nachher sicher wieder mal Solarpanel platzieren. Wir brauchen hier 17. Das Ganze sollte wieder funktionieren. An die erste Tür. Es war doch 17. Es war 17. Jetzt ist ja gut, okay. Bin zufrieden. Ich möchte hier ja nochmals ein Dings platzieren. War hier auch noch eine Platine, die mir fehlte. Sonst habe ich langsam hier echte Platinenprobleme. Entwürfe Technikbaum. Wir gehen hier nochmals in den Technikbaum rein. Erstens mal stress mich den hier. Nachtsicht benötige ich und hier ist Nachtsicht, ne? Was gibt es hier unten? Den Trennschleifer und dann Luftkompressor. Da komme ich auch nicht mehr weiter. Also ich bräuchte ja hier 1, 2, den hätte ich 3, 4. Fliegende Drohne, Feuerlöscher, Fernzünder, Forschungstisch. Ah, hier wäre dann so ein schwerer Rover. Mit Meteoritenabwehr. Es ist jetzt mal interessant, wenn man hier das Ganze mal durchliest. Und hier alles in Konstruktor. Was haben wir hier? Werkstatt, CO2-Wäscher. Reparatursatz, Werkstattdrucker, kleiner Korridor, Verbinder, Multiverbinder, Universal, Warnpanel. Und wenn ich denn darüber gehen, Überlebenskapsel benötige ich nicht. Wohnkapsel, normal. Brunnentanks, Erweiterung der Brunnentanks. Nee, brauche ich doch immer noch so, wo ich doch meine Pflanzen. Freistehende Tanks, lange Korridor, Forschungstisch, Hangar, Lobby, Hauptquartier, alles was ich nicht benötige. Ja, das haben wir mit drin erreicht, ne? Wir müssen noch was drinnen gehen. Wie fällt denn da noch? Ah. Hier, ich habe jetzt 1, 2, okay. Elektrizität. Ja, die werden auch kein Zeichen. Was brauchen die? Foto. Energiewandler, aber ich habe ja kein Energie. Was ist da mit dem Menübaum? Hier komme ich auch wieder retour, ne? Ich habe ja noch einen Moment schnell in meinem Inventar. Habe ich doch da noch Tablets.
Und wir gehen hier nochmals eins retour. Quad. Ja, schön. Lagerbestand, auch das letzte Tablet. Werkstattdrucker. Kann ich jetzt da mehr machen oder was? Und wir gehen hier nochmals rein. Die kleine Platine. Die kleine Platine. Ja, nichts. Calcium, Uran, Aluminium wäre auch mal wieder notwendig zum Einsammeln. Hier hinten war ich ja schon, aber wir müssen erstmal noch Sachen abdrehen. Kann ich den einfach einsammeln? Ist das? Ah, das ist glaube ich Stift und. Ne. Dann ist es Kontroll, oder? Ja. Gut. Wir haben noch genügend Wasser. Den möchte ich einschließen. Wir gehen auf unser Pad. Quad, sorry. Ich war schon so in Gedanken. Wir gehen noch was hier hinten mal noch schauen. Vielleicht fahren wir auch ein Stück weiter. Aber da waren wir schon. Das ist mir soweit bewusst. Wir gehen hier vorne noch was rein und schauen, was wir hier abbauen können. Weil das ist ja auch eine Werkstatt. Aber die wäre ganz billig eingerichtet, ohne Pflanzen etc. Weil das Ziel wäre eventuell gewesen, auch etwas abzuschauen, aber kann man ja nicht. Ist das eine Notiz, die ich lesen kann? Nee. So, dann bauen wir mal ein bisschen hier Material ab. Die Frage ist nur, wie schnell das Inventar hier voll wird. Weil vorher war es ja mal voll. Ist diese Kiste zu. Ah, eben, wollte ich ja sagen, habe ich ja schon mal zwei rausgenommen. So. Ja, das ist ja. Oh nee, hä? Die eine war leer, aber dann. Habe ich da noch. Nee, habe nichts verpasst. Die gibt auch keine Platine, ne? Nein. Ja, aber es kann ja nicht sein, dass die wieder alle zu sind. Ich habe die ja, ich lasse die immer offen. So, das, nein, das ärgert mich richtig. Ja, die zwei. Sonst mache ich die noch zehnmal auf. So, da sind die auch weg.
Aber das ist noch nicht mein Problem. Das löst eigentlich nicht mein Problem. Was ist denn das hier? Ja, ich bin ja hier dran. Ach, so. Ja, Multi habe ich auch angeschaut. Außer den hier aber. Die Bewegung hier links und rechts ist. Ah. Könnte man auch fixen. Ich gehe da wieder raus. Wir schauen da lieber nach einer weiteren Base. War die auch schon? Ja. Wir steigen da auf unser Quad. Wir fahren mal weiter. Und hoffen, dass hier gleich etwas anderes kommt. Das war ich schon hier. Ja, da war ich schon drin. Ich behaupte schon. Alles abgecheckt etc. Und hoffen, dass wir hier gleich noch was etwas entdecken. Ich muss ja langsam auch noch aufpassen auf meinem Quad, weil der hatte noch einen Akkustand von 22%. Sehen wir gerade hier etwas? Ne, leer, leer. Oh, dort hinten. 22%. Ich riskiere es. Die Piste ist auch zu holprig. Oh. Achtung, Stein. Er ist schon ein Stückchen weg, ne? Aber es ist immer noch 22%. Das sollte theoretisch funktionieren. Was heißt, bei 15% muss ich kehren. Oh. Wenn ich da mein Quad jetzt versenke, dann ist es auch vorbei. Und immer noch 22%, ja, so, es kommt ja gerade nicht mehr nach. Oh, das ist gerade blöd. Ich sehe immer noch 22%. Oder, so, stopp. Gut, was du hier geholt? Wir sind immer noch bei 22%. Gut, wir sind da. Dann hoffen wir mal, dass wir hier etwas Gutes finden. Haben wir hier außen etwas gleich zum Mitnehmen? Nicht wirklich. Gut, da ist alles der gleiche Eingang. Wir nehmen schnell die Kiste hier. Stahlplatte. Das ist nur der Sand. Und dann gehen wir hier mal rein. Komisches Gebäude, ne? Wahrscheinlich mehr Türen als etwas anderes. Wir haben 15.06. Ja, was soll ich jetzt hier durchlaufen? Einmal geradeaus und alles. Und das Gute ist in der Mitte. Ich glaube, das war jetzt der falsche Weg. Hey, ich bin doch... So, dankeschön. Das ist doch Bullshit hier. Ah, es kommt wenigstens etwas. Ja. Ey, da darf man ja einmal. Oh, hier. Ah, hier ist etwas. Immerhin. Gut, wir haben hier mal eine Kiste aufmachen.
Tablet, eine Kiste von der falschen Seite. Medikit benötige ich nicht. Aber ich hasse die Schränke. Die Chance ist gleich 0%. Nee, also. Aber ich habe, glaube ich, schon, keine Ahnung was, 40 Kisten mal aufgemacht. Schränke. Oh, etwas mal Sinnvolles. Abgesehen, dass ich keine Leitplatte habe. Gut, die haben wir aufgemacht. Ja, was haben wir hier? Die können wir nicht entnehmen. Dann gehen wir einmal hier durch. Wie spät ist es? 16 Uhr. Und ich habe mir so viele Gedanken mit der Uhrzeit. Und dann laufst du hier wieder einmal. Ich müsste sagen, der hat nur Eingänge und Ausgänge und kein Mittel. Was ist das für eine blöde Konstruktion? Du bist jetzt vorhin, du hast jetzt einen Raum gehabt. Ja, kam ich doch. Nee. Gut, hier hat es ein Kissen, aber haben wir in dem Fall noch nicht. Und hier geht es noch hoch. Dann gehen wir auch hier hoch und hoffen, hier den Jackpot zu gewinnen. Und Jackpot und Jackpot. Ja, also die Kids, die benötige ich eigentlich nicht mehr. Da ist ja alles nichts da. Das ist nee. Komm einmal runter. So. Und? Das ist ja keine Türe mehr. Ja, ist mir bewusst. Die C. Ich trenne jetzt auch noch hart für den Forschungspunkt. Aber glücklich bin ich jetzt auch nicht über dieses Gebäude. So, jetzt müssen wir da auf unsere Zeit achten. Ja, einmal rumpen. Jucken. Wir gehen hier gleich raus. Oh, da hast du schon so Freude an den Gebäuden und keine Ahnung was. Und dann siehst du wieder so etwas. Einfach schade. Aber ich denke, das so. Im echten Leben wäre, du müsstest auf einen Mars gehen, weil es ausgestorben ist. Du würdest dich wahrscheinlich über jedes Gebäude freuen. Und wenn es dann so einen Zustand hat, wo du, ja, nicht Brauchbares hast, bist du einfach enttäuscht. Schauen wir, dass wir schön die Kurve kriegen. Ja, so geht der Tag auf dem Mars ja auch. So, jetzt dachte ich gerade, es sei vorbei. Jetzt ist der Akkustand noch 10%, vorher war er 22. Also das ist auch eine gefährliche. Nein. Wo fahr irgendwo hier raus? Ja, wir haben noch 5%. Ja, ist jetzt auch nicht so cool, weil wie baust du hier den Strom hier hin?
Ich hoffe, ich komme jetzt einfach so weit. Weil die Anzeige zur Rückfahrt war die ganze 22% und da hast du plötzlich dann nur noch 5% da. Und wir haben 18.12 Uhr. Ja. Ihr könnt jetzt raten, was passiert ist. Nee. Das ärgert mich jetzt schon ein bisschen. Vor allem, ja, die Anzeige, du schaust darauf, sagst, okay, bei 15% musst du zurückkehren. Dann steht da noch die blöde 22%. Sagst, alles gut. Fahrst zurück, siehst du, okay, ich habe zurzeit noch 10. Zack, boom, ist er bei 5. Dann freust du dich wie ein Bass und sagst, okay, das schaffst du noch. Und dann Akku leer. Also wichtige. Und habe ich den Anzug aufgeladen? Ja, den habe ich doch aufgeladen. Ja, ich habe ja. Das dachte ich auch schon. Wohl verpasst. Dann gehen wir einmal noch trinken. Wasser gefüllt. Wir gehen einmal hier reinschauen. Ups, doch passt. Ich möchte einfach mal schnell schauen. 163,215. Das sollte soweit auch genügen. Wie sieht es denn hier aus? Ich kann die abholen und dann in den Kühlschrank reintun. Wo ist denn mein Kühlschrank? Hatte ich den Kühlschrank noch nicht freigeschaltet? Ah, das ist der große. Und was braucht denn der? Aufgabenentwürfe. Eine Glasplatte. Die können wir ja produzieren. In der Zwischenzeit. Eine Glasplatte. Dann gehen wir schön in unsere Kapsel rein, machen das Tor zu. Eine Glasplatte, bitte. Oh je. Nicht mal die Glasplatten können wir produzieren. Dann gibt es noch etwas. Ach so. Kann ich jetzt wieder Material hier rein verlagern? Inventar. Kann die mal fallen lassen. Mache hier okay. Schau, wo die ist. Ich hätte da besser. Ah, doch, hier. Habe ich die wieder im Inventar? Ja. Okay. Ich kann die Tür ist zu. Das passt. Wir haben 9 Uhr. Wir gehen gleich schlafen. Wir essen zuerst noch. Das passt soweit auch. Hier ist die Radioaktivität. Müdigkeit, ja, geht ja noch, ne?
Gut. Wir gehen schlafen, Wilhelm. Machen gleich das mal so. Das passt auch. Und wir schlafen gleich nochmals bis 7 Uhr. Oh, wir nehmen mal einen anderen Sessel. Ja, verwenden. Und schlaf bis 7 Uhr. So. Und in diesem Sinne her war es das für diesen Freitag. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Freue mich auch wieder auf die nächste Folge, wenn ihr wieder dabei seid. Falls ihr die nicht verpassen möchtet, einmal den Kanal abonnieren. Über ein Like würde ich mich freuen. Und in diesem Sinne wünsche ich einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Euer Matti. Tschüss und danke.